Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, heute habe ich euch wieder 10 Pieces rausgesucht. Die sind sehr, sehr coole Sachen auf jeden Fall am Start. Deswegen will ich gar nicht lange, wie üblich, drumherum reden. Wir schauen uns die Sachen einfach mal an. Los geht's. So Leute, kommen wir zu Piece Nummer 1. Und Piece Nummer 1 ist eine sehr, sehr nice Lammfell-Imitatjacke, die es bei H&M gibt. Die hat mir wirklich sehr gut gefallen und die habe ich mir auch schon selber bestellt. Deswegen, wer sowas sucht, checkt das gerne ab. Also ich finde, die sieht von der Farbkombo, ist natürlich genau meine Farbe. Ich mag diese braun-beige-Töne extrem gerne. Und ich finde auch, wie das Ganze gestylt ist, extrem cool, muss ich sagen. Gefällt mir gut mit dieser Hemd-Kombo. Und ich kann euch sagen, die Hose habe ich gleich auch schon am Start. Und ich muss sagen, der Preis für 19 Euro, sehr, sehr nice. Deswegen, Feedback kommt auf jeden Fall an der Stelle. Da kommt die Tage auf jeden Fall so ein Unboxing-Video, wo ich die ganzen Sachen, ich habe mir so ein paar Sachen mal bestellt, die wir uns einfach mal zusammen anschauen. Und auch die Jacke werde ich da mit reinnehmen. Dann probieren wir die einfach im Video einfach mal an. Und gucken uns das Ganze, wie das Ganze aussieht. Aber ich finde die Preis-Leistung auf jeden Fall sehr nice. Deswegen Piece Nummer 1 von H&M. Diese Lammfell-Imitatjacke. Kommen wir zu Piece Nummer 2. Und Piece Nummer 2 ist die Hose dazu, die, was ich ein bisschen merkwürdig finde, wesentlich teurer. Das ist doppelt so teuer eigentlich wie diese Jacke. Aber man sieht deutlich, das ist die Hose. Und dementsprechend, ich fand sie sehr nice. Ich habe sie rausgesucht. Und es gibt die zwei Colorways. Einmal in schwarz und einmal in beige. Mir gefällt der beige Colorway deutlich besser, aber ich finde den Fit sehr, sehr nice. So ein leichter Relax-Fit, sehr modern gerade. Diese ganzen Skinny-Sachen sind einfach, je nachdem, was man anhat, einfach nicht mehr zeitgerecht. Es gibt verschiedene Outfits, wo das Ganze noch tragbar ist, aber ich sag mal, zu diesen moderneren Fits gehört auch mittlerweile eine lockere Hose und die finde ich auf jeden Fall sehr nice, deswegen auch hier eine Empfehlung und wir schauen uns, ich weiß gar nicht, ich habe die sogar mitbestellt, auch diese Hose dann die Tage mal an und ja, Piece Nummer 2, sehr nice Buntfaltenhose mit dem Relax-Fit von H&M. So, kommen wir zu Piece Nummer 3 und Piece Nummer 3 ist gerade bei Zara am Start. Und auch diese Jacke habe ich schon im Einkaufskorb und ich muss sagen, die gefällt mir extrem gut. Ich mag dieses Muster, ich habe eine sehr ähnliche Jacke von Off-White, wo allerdings hinten ein riesiges Off-White-Logo drauf ist, in Pink und so und in dem schwarz-weißen Colorway. Und das stört mich so ein wenig und ich habe diese Jacke gesehen, ich denke, oh, ist das jetzt die Jacke 1:1 nachgemacht? Aber erstens ist sie in Blau-Weiß und zweitens hat man hinten drauf in dem Fall jetzt gar nichts. Und ich muss sagen, sehr cool. Was natürlich bei diesen Online-Shops immer der Fall ist, sie ziehen es einfach coolen Models das immer an, die Sachen sehen. Die können im Prinzip eine Mülltüte anziehen, das sieht nice aus. Und gerade auch bei der Jacke, es sieht einfach cool aus. Ich persönlich, wenn ich das anhaben würde, würde wahrscheinlich aussehen wie ein Clown. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, die Jacke zu meinen eigenen Fits zu kombinieren. Und deswegen werde ich mir auch diese Jacke die Tage mal anschauen. Und die gibt es gerade bei Zara für 59 Euro. Natürlich deutlich teurer als das H&M-Piece, aber trotzdem noch irgendwo im Rahmen. Finde ich persönlich als Piece Nummer 3. So, kommen wir zu Piece Nummer 4. Und 4 ist die bekannte, allzeit beliebte und ständig ausverkaufte Napse von The North Face. Und die Jacke ist schon ewig auf meiner Liste. Ihr müsst allerdings darauf achten. Das ist die 700er Version. Seid da schnell, denn die ist immer relativ schnell ausverkauft. Das ist die 700er Version und die sind nicht ganz so dick. Also sind nicht ganz so übertrieben fett und auch nicht für die mega, mega kalten Tage, aber für den normalen Wintertag auf jeden Fall mehr als nur geeignet. Und die gibt es gerade aktuell wieder bei The North Face. Die ist gerade gerestockt worden. Ich habe wirklich zwischen November und Dezember überall versucht, diese Jacke zu finden und sie war einfach komplett ausverkauft. Also no chance an der Stelle und jetzt gerade ist ein Restock am Start. Mal sehen, vielleicht gucken wir uns die Tage auch diese Jacke einfach mal an in dem Video und die gibt es gerade aktuell wieder bei The North Face auf der Seite selber. So, kommen wir zum Piece Nummer 5 und Piece Nummer 5, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das ist eine richtig Oldschool College Jacke, die es gerade von Gant gibt und diese Designs, gerade der Stehkragen, also dieser Spitzkragen hier, dieser Kragen generell, nicht dieser Wollkragen, den man normalerweise kennt von so College-Jacken. Die Combo, wie das Ganze gemacht ist mit so einem Tiger-Symbol und der Schrift noch dabei. Es hat mega 60er Jahre College-Vibe und die gefällt mir extrem gut. Die gibt es gerade bei Gant, ist ganz neu reingekommen und ich sag mal, diese College-Jacken sind sowieso bei Gant immer relativ schnell ausverkauft. Wer sowas sucht, ich fand sie sehr cool.
Ist natürlich immer eine Geschmackssache dabei, aber dieser ganze College Flair ist genau mein Ding und auch diese Jacke hat mir gut gefallen, deswegen habe ich sie als Piece Nummer 5 mit reingenommen. So, kommen wir zu Piece Nummer 6. Und Piece Nummer 6 ist etwas, was ich eigentlich auf der Seite von dem Store gesehen habe, aber ich kann diese Store-Seite nicht aufmachen, weil da quasi fast eine nackte Frau zu sehen ist. Deswegen habe ich die Heiß und Bei die Shop-Seite jetzt aufgemacht. Und zwar ist das so eine Art ja, Hoodie-Jacke, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr nice. Ich würde mit Sicherheit nicht diese Art und Weise das tragen, aber ich kann mir vorstellen, die Jacke ist auf jeden Fall übertrieben warm, sehr chillig zu tragen und sehr cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Ist einfach was anderes, muss man dazu sagen, weil es ist im Prinzip wie ein Hoodie, aber auch zeitgleich wie eine Jacke. Hat dann noch diesen, ich sag mal, dieses auffällige mit diesem, wo man das fast zumachen kann und so. Ein bisschen wie so einen Schutzmasken-Vibe. Wirkt auf jeden Fall sehr nice und sehr cool. Ein bisschen crop geschnitten und so. Hat auf jeden Fall was. Und ich fand die Jacke einfach cool. Und dementsprechend habe ich sie jetzt mit reingenommen als Piece Nummer 6. Ist allerdings auch nicht so günstig. So Leute, kommen wir zum nächsten Piece. Und das nächste Piece ist ein Oversized Hoodie in so einem braunen Colorway. Allerdings extrem auf Vintage gemacht. Das heißt, der wurde schon, sieht aus, als würde er schon 100 Mal getragen und 100 Mal gewaschen. So richtig schön ausgewaschen in einem braunen Colorway. Und ja, braun generell gerade ist einfach eine schöne Farbe der Zeit, macht ihr auf jeden Fall nichts mit verkehrt. Ist natürlich nicht mehr so die mega krass neu gehypteste Farbe, weil viele Leute schon auf diesen braunen Tick aufgestiegen sind. Aber ich finde aktuell immer noch sehr nice zu tragen, sehr cool kombinierbar und ja, zu diesen ganzen Erdtönen sowieso extrem gut kombinierbar. Und ja, hat mir gut gefallen für 45 Euro, macht ihr nichts verkehrt. Allerdings achtet hier auch auf die Passform, denn die Jacke bzw. der Zipper sieht extrem oversized aus. Auch die Kapuze sieht nicht ganz so standfest aus. Sieht ein bisschen lockerer aus, ein bisschen wabbliger. Damit müsst ihr halt rechnen, wenn ihr euch sowas bestellt. Nicht, dass ihr dann quasi enttäuscht seid. Aber ich finde dieser ausgewaschene Flair, der da geschaffen wurde, extrem nice. Deswegen, die gibt es gerade bei, diesen Zipper gibt es gerade bei Weekday als Piece Nummer 7. Checkt das gerne ab. So Leute, und dann kommen wir zu Piece Nummer 8. Und Piece Nummer 8 fand ich eher so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, witzig, aber auch nice. Ich fand die Sachen einfach cool und ich mag Sandro Paris als Marke sehr, sehr gerne tragen, vor allem auch Sachen besitzen und kaufen. Und gerade an meiner Stelle, klar ist mein Name, ist natürlich nicht meine Brand, aber ist mein Name, finde ich das schon ein bisschen lustig. Und ich finde diese drei Colorways, die die am Start haben für dieses T-Shirt mit dieser Stickerei eigentlich sehr nice. Wer sowas sucht, gibt es gerade bei Sandro Paris, ist ganz neue Kollektion rausgekommen in drei Colorways, in Schwarz, in Weiß und in Creme. Und gerade diese cremefarbene Kombo mit diesen hellen Hosen dazu und hellen Schuhen, glaube ich, kann ich mir sehr gut im Sommer auf jeden Fall vorstellen, beziehungsweise im Frühling zu tragen. Und hat mir einfach gut gefallen. Ist natürlich irgendwo ein bisschen lustig, auch bei mir. Ich könnte mich aber selber schon darin sehen, sowas zu tragen. Deswegen habe ich das als Piece Nummer 8 mit reingenommen. Check das gerne ab. So, und als Piece Nummer 9, als ich den Shop durchsucht habe, ist genau etwas mit reingekommen. Und das habe ich euch in den Trends 22 so ein bisschen gepredigt. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist so ein leicht fließendes Viskosehemd, sehr locker geschnitten, einfarbig. Ihr könnt das offen tragen, könnt es zutragen. Es sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Hat mir sehr gut gefallen. Und in diesem cremefarbenen Colorway, es gibt das auch noch in diesem rostfarbenen Colorway. Da hat es mir nicht ganz so gut gefallen, aber in diesem Beige-Ton. Sehr, sehr nice. Und so mit einem, ich sag mal, cremefarbenen T-Shirt darunter, offen getragen, lässere Jeans und so. Finde ich, hat schon sehr, sehr coolen Flair und hat mir sehr gut gefallen. Allerdings auch 165 Euro. Wobei ich sagen muss, Qualität bei der Marke Sandro Paris macht hier nichts verkehrt. Ist natürlich immer eine sehr, sehr gute Qualität und die zahlt natürlich auch den Namen mit. Dementsprechend als Piece Nummer 9 dieses fließende Viskosehemd von Sandro Paris als Piece Nummer 9. So, und dann habe ich nochmal irgendwie was gesucht, was so ein bisschen aus der Reihe ist, in Sachen Strick, was man auch nicht so alltäglich findet, denn ich habe zum Beispiel bei Zalando sind, wenn ich jetzt das Thema Strick angehe, einfach nur sind 185 oder 184 Seiten alleine Strickartikel und ihr habt ja pro Seite, weiß ich nicht, 20 Artikel, also immense Vielfalt und ich habe mich wirklich dahingesetzt und habe gesagt, hey, wir suchen mal was raus, was nicht so wirklich alltäglich ist und da ist mir diese Boss Russell Athletics Combo aufgefallen, dieser V-Neck-Pullover gefällt mir sehr, sehr nice, sehr sportlich, auch wieder da, dieser College-Touch mit drin, aber ich finde ihn sehr cool. Ist natürlich auch teuer, muss man sagen, aber jetzt halt Hugo Boss, beziehungsweise Boss, da muss man ja auch differenzieren, da gibt es ja Boss, Hugo Boss, Boss Orange oder was es da nicht alles gibt. Auf
auf jeden Fall verschiedene Untermarken und Boss mit Russell Athletics. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Kombo. Allerdings, wie gesagt, 250 Euro. Das ist mein Piece Nummer 10. Und ihr kennt das Ganze wie üblich. Alle Links findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und ja, an der Stelle war es das mit den Pieces. So Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich habe mir wirklich sehr viel Zeit genommen. Ich habe nicht einfach nur jedes x-beliebige einfache Piece gesucht, sondern schon so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen gesucht, weil man hat wirklich die Qual der Wahl heutzutage, wenn man in den Online-Shops guckt. Und ich nehme zum Beispiel bewusst keine Shops mehr wie Enclosing oder sonstiges, wo sehr, sehr coole Sachen gibt, allerdings auch dann wieder Zoll anfällt und dass das Ganze nur ärgerlich ist. Und ich habe einfach mal hier so die lokalen Sachen oder wo, ich versetze mich da immer in der Lage, wo würde ich gucken? Und dementsprechend, das ist dabei rausgekommen. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Das eine oder andere Piece ist für euch dabei. Wie gesagt, alles von preisgedrückt sehr günstig, bis auch mal was Teures dabei. Marken, No-Name etc. Und ja, das war es an der Stelle. Wie gesagt, ich würde mich wie immer, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, über ein Abo und ein Like freuen. Da würdet ihr mir auf jeden Fall einen riesigen Gefallen mit tun. Und sag an der Stelle, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.